Hallo und herzlich willkommen. Wir sind live, der Countdown kann weg. Diesmal muss der Trunkenbold dran glauben. Ich bin schon an der Vorbereitung hier gewesen, während wir den Countdown gesehen haben. Ich mache es mir gemütlich, es wird wohl etwas länger dauern. Aber das ist ja nicht schlimm. Also herzlich willkommen zum dritten Let's Play. Na, ist der Körnersack verrutscht. Sekunde. Zum dritten Let's Play von Sekiro Shadows Die Twice. Mein Plan ist tatsächlich hier die Leute mal nicht dermaßen zu vernachlässigen, sondern sie eigentlich zu töten und mich nicht von diesen Bogenschützen hier kaputt machen zu lassen. Ich werde das Feld komplett leer machen und erst dann meinen Kumpanen, der auf uns wartet. Das läuft ja nicht gut gerade. Den dann dazu holen. So. Da haben sie mich schön hier an den Heuballen getrieben. Da sterbe ich doch lieber. Eine bittere Pille. So, der erste ist immer der einfachste. So. Die müssen einen auch nicht entdecken, wie man hier sieht. Ah, doch, jetzt haben sie mich entdeckt. Die vergessen einen auch, aber das Doofe ist, wenn der Kampf dann irgendwie wieder in diese Richtung kommt, ist man dann gearscht. Ich werde es trotzdem mal versuchen, jetzt direkt dahin zu gehen, weil das hier ist auch noch mehr als genug Arbeit. So, den haben wir auch. Der versucht jetzt Alarm hier zu machen. Oft genug gesehen. So. Jetzt haben wir hier dieses ganze Feld an Leuten. Atreus! Schön, danke für den Follow. Ein neuer Follower. Die Statistiken scheinen sich bei mir gar nicht zu aktualisieren. Ich dachte, ich hätte gar keinen Zuseher aktuell. Aber ich freue mich, dass du es zuschaust. Hallo und danke für den Follow. So. Wie gehen wir das jetzt am besten an? Das hier wäre ein einfaches. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht. Je einfacher, desto besser. Dann dahin den... Na. Ja, der Bogenschütze hat das toll gemacht. Mit zweimal Sand ins Getriebe sozusagen getreten. So. Jetzt ist das Döfste überhaupt, dass der Bogenschütze noch lebt. Dann gehe ich jetzt mal auf ihn drauf. So, schieß. Ja, sehr gut. Jetzt sind die Bogenschützen weg. Jetzt kann ich auch noch schnell den Axttypen hier kurz weghämmern mit meiner Axt. So, auch der ist hinüber. Sehr gut. Jetzt haben wir noch Yuzo, den Dicken. Hier ein. Ja, gut, dass ich da weg war. Da schleicht sich einer umher, der weiß nicht, dass wir kommen. Das heißt, den können wir jetzt übertölpeln.
Große. Säufer. Und da ist jetzt der andere. Ah, sehr hervorragend. Wir machen das Kreis, das Spiel im Kreis hier. Dann haben wir jetzt nämlich alle Kleinen kaputt. Und jetzt können wir uns hier verschanzen. Und dann müsste er eigentlich weggehen. So. Jetzt hat er uns vergessen. Und wir haben eine erste Attacke. Ich werde mal kurz eine Heilflasche, Kürbisflasche nehmen. Dann das Öl, das brauchen wir. Ja, das hat ja gar nicht gut funktioniert. Er sollte uns doch vergessen und nicht bemerken. Dann versuche ich mich mal hier zu verstecken. Ich glaube, so weit kommt er nicht. Genau, jetzt müsste er umdrehen und wir können uns ranschleichen. Dann haben wir schon mal die Hälfte nämlich weg. Und dann ist die Idee, meinen Kumpel hier rechts anzusprechen. Dann ist die Chance nämlich auch sehr viel höher, dass er überlebt. So. Das sieht doch gut aus, Leute. Genau, mit Öl wollen wir ihn danach überschütten und danach mit Flammen zaubern. Ah, es hat wieder nicht funktioniert. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ich werde das trotzdem so weitermachen, weil zweimal das Gefecht ist mir persönlich zu hart. Ja, vielleicht gerade nicht die schönste Strategie, aber hoffentlich eine, die uns vorwärts bringt. Hat er jetzt den Kampf da aufgenommen? Ah, scheiße. Das ist Käse. Da sind wir schon tot. Ich stehe mal trotzdem auf. Verteile hier das Öl. Das war's. Das klappt nicht gut. Außerdem hat dann auch schon wieder der andere da geschossen von hinten. Da ist der Kampf auf jeden Fall nicht gut aufgehoben. Also nochmal von vorne. Dann einmal ausweichen im Turbo-Modus. Hinten runter. Dann die beiden im Haus. Und war nicht so sauber. Aber wir haben fast zwei Level. Na, dafür ging das jetzt sehr viel fixer. Aber jetzt müssen wir die Leute erstmal wieder auseinandertreiben. Ein Schildträger müsste jetzt noch hinten zurückstehen. No. Das ist die falsche Waffe.
Wie knapp kann es eigentlich sein? Dann nehmen wir erstmal den hier. Ein herzliches Hallo an alle Zuschauer. Wir sind immer noch gegen den Trinker aktiv. Und die Strategie ist, alles auszudünnen, bevor wir unseren Kumpan ansprechen. Die sind so bescheuert, das gibt's überhaupt nicht. Dass die mir immer so viel Schaden machen, diese Standard-Heinis mit ihrer blöden Fackel. Muss ich schon wieder was trinken. So. Da kommt der Dicke. Die sind schon wieder alle sehr nah beieinander. Jetzt haben sie sich gar etwas verhakt. Feuer gegen Feuer. Dann eben mal so. Und jetzt haben wir alle. Das heißt, einmal verstecken. Hoffentlich kommt der jetzt... Ah, greift bitte nicht an. Greift bitte nicht an. Sehr gut. Das war wichtig. Weil wenn er ihn jetzt schon wieder angegriffen hätte, dann hätte ich nicht diesen guten Angriff dahinter machen können. So, jetzt hat er uns... verloren und jetzt schon wieder gefunden? Oder was ist er denn? Also er kämpft noch nicht, das ist das Wichtige. Wir verkriechen uns einmal hier hinter. Steve, wie schön. Na dann, kann ich dir ja hier auf diese Art und Weise mitteilen, dass ich Papa werde. Was sagst du denn dazu, Steve? Na toll, jetzt habe ich alle meine Kreuze verballert für so einen Quatsch. Naja. Danke, danke. Ich sehe gerade, man sieht den Chat ja überhaupt nicht. Das werde ich mal kurz ändern. Hast du dir denn auch Sekiro geholt, Steve? Wo ist der Chat? Da ist der Chat. So müsste er gut zu sehen sein. Dann wieder festpinnen und weiter geht's. Dann nehme ich auch noch die Kügelchen hier zu mir. Und jetzt das Öl. So. Der Dicke steht da hinten. Er ist bereit, von uns von hinten durchbohrt zu werden. Und heiraten tue ich auch. Schon im Mai. Die waren schon die Dark Souls-Teile viel zu schwer. Als Papa hat man da nicht mehr die Nerven zu. Na, dann ist ja gut, dass ich das jetzt noch schnell erledige, was? So, da ist die erste Hälfte getan. Jetzt noch das Öl verteilen. Sehr gut, auch das hat geklappt. Nicht, dass ich jetzt noch mit dem Feuer irgendwas machen könnte. Aber jetzt wollen wir hier mal unseren Kumpel ansprechen. Ja, lass uns zusammen kämpfen.
nicht im Gift aufhalten, das wäre schlecht. Bin, glaube ich, beim 50. Anlauf oder so gegen diesen Assi-Boss. Muss also jetzt wirklich vorsichtig sein. Ja, wenn es fast und da ist wieder das Ende angesagt, aber wir können uns einmal beleben. Wir stehen wieder auf. Ja! Unkultivierter Sake ist unser Lohn. Eine Flasche voll trübem, unkultiviertem Sake. Sake ist zum Teilen da. Einmal Sake für uns beide, oder? Steve. Das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, gehen wir zum Japaner. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell zu betrunken zu machen. Und eine lose Gebetsperle. So, wir haben 3 Wolfperlen. Das heißt, nach dem nächsten Gegner haben wir auch da mehr Lebensenergie. Was hat er denn jetzt zu sagen? Der Kampf hat diesem alten Körper schwer zugesetzt. Na los, geh weiter. Für einen Endkampf relativ... war das ja gar kein Endkampf, sondern nur ein harter Zwischenboss. Verpasst haben wir hier, glaube ich, nichts. Steve, ist die Audioqualität in Ordnung? Der Mix... Löschpuder gegen Verbrennung, immer gut. Ein Kügelchen. Na, erkennt er seinen toten Kumpel? Ist nur ein Bogenschütze, müsste ja nicht direkt rum können. Jawohl. Mehr Öl. Ach, schön hier mit den Tatami-Matten. Das ist ein Speicherpunkt, hervorragend. Wie kommen wir da hin? Geht's hier geradeaus? Ja. Ach, man kann sogar die großen Matten, Wände kaputt machen. Mibu Ballon der Seele. Oh, was hat sie denn hier? Der Sohn des Uhus. Ich hatte eine schreckliche Vision. Es strömte heraus. Mehr und mehr. Es wollte nicht mehr aufhören. Nicht aufhören. Der junge Herr befindet sich tief im Wohnhaus. Mein Sohn Inosuke wollte ihn retten. Also sollte er in Ordnung sein, aber... Aber da kann man nie wissen. Der junge Herr könnte dich brauchen, abtrünniger Shinobi. Geh zu ihm. Machen wir. Es gibt ja noch diesen anderen Zwischenboss. Für den müssten wir eigentlich auch schon alles Nötige haben. Dann könnte man mit den 4 Perlen sich schon mal sich verstärken. Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich erstmal. Also wir reisen zum maroden Tempel. Jetzt, wo wir diesen schweren Gegner hinter uns gelassen haben.
Boah, war der nervig, ey. Am Ende ja gar nicht mal so unglaublich schwer, aber ich. Keine Ahnung. Da habe ich schon deutlich interessantere Bosse besiegt. Oh, was machen die beiden hier jetzt? Das ist ja auch neu, dass die zusammenhängen. Oh je. Ach so, wir müssen auch noch was aushusten. Wir haben ja auch diese Drachenfäule. Kürbissamen haben wir leider nicht. Kann man noch irgendwas sagen? Nein. So, was hat er denn zu erzählen? Nee, da haben wir ja nichts bekommen. Dann würde ich sagen, rasten wir und gehen Richtung Zwischenboss. Der war im Ashina-Umland an der Treppe. Oh, die CPU wird ja ganz schön belastet hier. Seht ihr das oben rechts? Seht ihr die Prozente und auch die Grad Celsius? Wahrscheinlich taktet der dann zwischendurch auch immer runter den Prozessor. Aber der Stream scheint ja gut zu laufen. Wir lauschen mal. Ah ja, das war der Typ mit den roten Augen. Wegen dem haben wir jetzt das Feuer ausgerüstet. Und ich werde mal auch dies hier austauschen gegen das Feuerwerk. Gut gegen Tiere und das hier ist das Feuer. Also erst Öl, dann Feuer. Ist dieser Heini. Der reißt sich dann immer los. Cooler Dropkick. Uff. Der haut ganz gut rein. Und mit seinem Body Slam auch. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich wieder zu beleben. So, die Hälfte haben wir. Dann nochmal Öl.
nicht zu gierig werden. Jetzt haben wir leider nichts mehr. Schön. Ah, es wird knapp. Boah, mit dem letzten bisschen. Himmel hilf. Aber das war gut. Jetzt haben wir die vier Perlen, die ich haben wollte. Eine latente Fähigkeit, die die Heilwirkung von Erholungsobjekten erhöht. Sehr gut. Ah, jetzt geht es hier anscheinend auch erstmal nicht weiter. Doch, dort oben. Dort oben gibt es das Fernrohr. Mhm. Oh. Das sieht ja schick aus. Das können wir gerade nicht öffnen. Das müsste doch hier an der Seite sein. Hm. Vielleicht kommen wir da zurück. Hier ist jedenfalls noch ein Gegenstand. Ein Kürbissamen. Sehr gut, ein Kürbissamen. Hervorragend, damit können wir die Flasche verbessern. Das ist ganz was Gutes. Jetzt wäre nur ein Speicherpunkt noch nicht schlecht. So, aber sterben wollen wir nicht. Dann nehmen wir erstmal den Speicherpunkt dahinter, von dem wir kamen, reisen zurück und machen die Erinnerung fertig. Ach, verdammte Naht. Na. Noch kurz ein Hühnchen mitgenommen. So, da also reisen ins Hirata-Anwesen zum Audienzsaal. Ach nee, wir brauchen noch. Ah, wir müssen noch erst zu ihr. Erst die Perlen abgeben, Mensch. Zum Glück ist auf der PC-Version die Ladezeit nicht ganz so lang. Genau, in den maroden Tempel. Die Hauptaufgabe für heute habe ich ja zum Glück schon geschafft. Zwei Zwischenbosse. Einmal den Kürbissamen, bitte. Sehr gut. Was hat sie jetzt zu sagen? Ja, ja, immer noch dasselbe. Und hier können wir jetzt die Körpermerkmale verbessern. Vier Gebetsperlen verbrauchen, ja. Erste Gebetskette. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina-Schwertstils. Na dann. Ich guck mal kurz hier meine Audiosachen rein, aber das passt ja. Okay. Jetzt können wir also nichts verbessern. Vitalität haben wir jetzt 11, Angriffskraft 1. Hier können wir noch was kaufen, nämlich Präsenzunterdrückung. Gewährt die latente Fähigkeit Präsenzunterdrückung. Mhm. Und hier hätten wir Fangzahn und Klinge.
Der Nachtschwalbenhieb, der klingt auch nicht schlecht. Ja, der klingt super. Ein drehender Sprungangriff. Den möchten wir haben. LB und RB. Ah, jetzt habe ich den anderen quasi ersetzt. Ach so, das finde ich natürlich nicht so cool. Aber es ist ja, wie es ist. Dann probieren wir das mal mit mehr Lebensenergie. Das war schwierig. Illusionsmagie, nur Knallsamen. Knallsamen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt. Nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Oh je. Her mit den Knallsamen. Obwohl Öl war immer, glaube ich, gut. Kügelchen können wir auch gebrauchen. Gegenmittel nehmen wir dann mal weg. Und den ein Knallsamen, da brauchen wir aber deutlich mehr, denke ich mal. Wenn wir den jetzt direkt benutzen. Tatami beiseite schieben. Ah ja. Also, hier haben wir die Fähigkeiten, genau. Wirbelwindhieb. LB und RB. Nachtschwalbenhieb, LB, Wirbelwind. Welchen habe ich denn dann jetzt? Sekunde. Wenn ich blocke, das ist der Wirbelwindhieb. Ah, den muss ich doch irgendwo... Da. Das ist der Nachtschwalbenhieb. Ah ja. Okay. Na dann schauen wir mal. Verschlossen. Doch gar nicht. Dachte, hier geht's jetzt weiter. Schöne Rüstung erstmal kaputt kloppen. Das verstehe mal einer. Hört, ohne Knallsamen könnt ihr diese Illusion nicht überwinden. Vielleicht ist das ja gar nicht verschlossen. Vielleicht muss ich jetzt den Knallsamen verwenden. Nee. Jetzt habe ich nicht mal den einen Knallsamen. Das ist natürlich bitter. Irgendjemand im Chat, der eine Ahnung hat, was für einen Schlüssel wir hier jetzt gebrauchen könnten? Ich meine, so viele Wege gibt es ja auch gar nicht.
Aber kann ja nicht sein, dass ich in der Gegenwart etwas machen muss, was dann wiederum in der Vergangenheit ein Tor öffnet. Das ist ja auch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Auf der anderen Seite kommen wir nur da gerade weiter. Ach, hier kann man jetzt ja gut schnitzeln. Könnte man jetzt immer kaputt machen, wenn man wollte. Na dann, machen wir da weiter, wo wir eben waren. Da oben war ja mal der Händler, den hatten wir ja aber komplett leer gekauft. Da liegt ein Gegenstand. Von da kommen wir. Da läuft eine Patrouille. Schlage ich mal vor, dass wir hier links gleich loslegen und beginnen. Uff, jetzt werden schon Schusswaffen hier ausgepackt. Ich glaube, ich spinne. Machen wir aber mal weiter. Ein paar hatten wir ja. Die werden sich noch wundern. So. Hübsch. Was? Nicht Alarm schlagen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, da ist der nächste Boss. Ich flippe aus. Sehr. 1000 hintereinander. Was ist denn das für ein Heini da, die Frau? Die machen wir erstmal weg da. Überhaupt nicht. Der Boss ist gerade weggelatscht, ne? Eisenschrott. Verstärkung eingesetzt. Ah, okay, okay. Damit kann ich Prothesen verbessern. Der General. Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Wir nehmen mal das Öl wieder hier rein. Versuchen es nochmal mit der guten Ölstrategie. Das hat ja nicht gut funktioniert. Ja.
das denn? Na, das kann ja was werden. Also mit Ausweichen und den normalen Mitteln wird das erstmal nichts. Da habe ich ja noch ein Item liegen lassen. Ein gutes Kügelchen. So, ich werde mal in 4 Minuten auch erstmal essen. Das heißt, einen Versuch mache ich noch. Immer was mal gezeigt. Uff. Das sind meine Moves. Hier immer. Ich denke mal, den da unten können wir jetzt erstmal platt machen. So. Jetzt ganz schnell hier hochgerannt. Ah, cleverer. Ein cleveres Kerlchen. So, aber von hier müsste er doch eigentlich an seine Position gehen. Da könnte man ihm schon mal die Hälfte abziehen. So gehört gespielt. Einmal zack, zack, zack. Das können wir schaffen. Zwei. Jawohl! 3 von diesen Heinis umgehauen heute. Da kann man sehr mit zufrieden sein. Und da geht es wahrscheinlich dann zurück in dieses Ding, wo wir die Tür nicht aufgekriegt haben eben.
So. Gehen wir mal gucken. Hier noch das Konfetti mitgenommen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt. Ah, sehr gut. Göttliches Konfetti können wir auch sehr gut gebrauchen. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Da können wir nicht einfach hinspringen. Das ist jetzt doof. Wüsst du nicht, wie ich da hinkommen soll? Dann doch lieber schnell zurück. Mal geschaut, was hier noch ist. Hier haben wir ja eben gekämpft. Ja, und da sieht es doch aus, als sei da der nächste Speicherpunkt ideal. Ideal, ein Kügelchen. Ist da ein Gegner gewesen? Figur des Bildhauers gefunden. Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Zusehern. Und sag mal, bis zum nächsten Mal, vielleicht noch später heute Abend. Ihr werdet es wieder erfahren. Sekiro, Shadows Die Twice, dann mit Teil 4. Tschüss.